Mit ihm hat ja auch Erik Hottmann zum ersten Mal heute getroffen, Ali Abu Alfa auch das erste Tor für Energie geschossen. Kommt die neue Offensive von Energie jetzt so ein bisschen ins Rollen? Was heißt ins Rollen? Ich glaube, wir haben alle Qualitäten und das macht natürlich für jeden Offensivspieler, ist es extrem wichtig, dass er seine Tore macht und das gibt Selbstvertrauen und da müssen wir jetzt weiter dran arbeiten. Wir haben jetzt nächste Woche Pokal und in 14 Tagen ein geiles Spiel und von daher weiter hart arbeiten. Sie haben ja erstes Tor für Energie erzielt. Wie ist das Gefühl danach? Super auf jeden Fall. Also als Stürmer freut man sich natürlich über jedes Tor, aber ich denke, heute überwiegt einfach der Sieg mit der Mannschaft, weil der sehr nötig war, beziehungsweise wir uns sehr darüber freuen, um wie gesagt wieder in der Tabelle oben dabei zu sein, wo wir auch hingehören. Für Sie war es sicherlich eine ganz schwierige Phase. Erst eine Verletzung, dann gelb-rot gesperrt, gerade als Neustart, als Neuzugang in so einer Mannschaft. Nicht ganz so einfach, oder? Ja, natürlich ärgert man sich darüber. Man will natürlich auch bei jedem Spiel dabei sein, immer auf dem Platz stehen, aber letztendlich konnte ich es leider nicht ändern und musste es eben jetzt einfach so annehmen. Es haben heute 4 Neuzugänge bei Energie getroffen. Ist das ein Zeichen dafür, dass die neu zusammengestellte Offensive jetzt so langsam ins Rollen kommt? Ja, also ich denke, jedes Spiel trägt dazu bei, dass wir uns miteinander einspielen können und deswegen tut es natürlich umso besser, wenn dann auch jeder belohnt wird. Vergangene Woche in Lichtenberg gab es so eine Szene, wo Sie eine wirklich gute Chance hatten, den Ball dann nicht getroffen haben. Wie lange hat Sie diese Szene verfolgt in dieser Woche? Ja, ich sag mal, nach dem Spiel beschäftigt man sich natürlich mit der Szene, schläft dann in der Nacht vielleicht auch nicht ganz so gut, aber dann war der Fokus einfach auch schon wieder auf dem nächsten Spiel. Und mir wurde auch dabei geholfen, das einfach, sage ich mal, abzuschütteln, um dann hier wieder auf 100% zu sein. Und dann gab es ja fast schon ein Revival wie gegen Werder Bremen eingewechselt, erste Ballberührung, der Ball war wieder drin. Sind Sie so der Mann, der sofort kommt, sofort trifft? Ja, ich sag mal, es ist mir auf jeden Fall gut gelungen, jetzt die Spiele, wo ich reinkam, dass ich irgendwo immer direkt im Spiel war. Man kann jetzt nicht erwarten, dass das in jedem Spiel so ist. Dazu ist die Liga auch einfach zu stark. Aber im Endeffekt, freue ich mich immer, wenn es klappt. Heute haben 4 Neuzugänge für Energie getroffen. Ist das so ein Zeichen dafür, dass die neu zusammengestellte Offensive jetzt so langsam ins Rollen kommt? Ja, ich denke mal einfach, dass wir von vornherein, und das wurde immer kommuniziert, eine gute Mannschaft haben, eine sehr breite Mannschaft haben. Und es ist dann oft halt eben, wird hier kommuniziert, dass ja schon Fehleinkäufe waren und tralala. Aber im Endeffekt muss man auch ein bisschen Geduld haben mit den Leuten. Das ist neues Umfeld, neuer Verein, neue Philosophie. Und das dauert halt eben seine Zeit. Und ich finde, oder kann dann nur an jeden appellieren, dass sie Ruhe bewahren. Und ja. Ist das etwas, was Sie so beschäftigt? Lesen Sie da ganz genau nach, was die Fans auch schreiben in den Foren? Nee, das nicht. Also das kann man und sollte man nicht machen. Man muss den Fokus auf dem Wesentlichen halten. Und es gibt hier genug Leute, sage ich mal, die einem helfen. Allen voran natürlich der Trainer. Und das sind die Meinungen, auf die man sich verlassen sollte. Ali Abu Alfa, 4:0 gewonnen gegen ZFC Meusewitz. Sie haben noch kurz vor Schluss das 4:0 geschossen. Ganz ehrlich, wie gut tut so ein Treffer? Oh, momentan tut so ein Treffer sogar sehr gut. Ich habe mich gefreut, dass ich reingekommen bin, egal wie lange ich spiele. Und dass ich das Tor gemacht habe, sehr, sehr wichtig für mich. Das ist so wie ein bisschen wie ein Befreiungsschlag, kann man sagen. Und ich hoffe, es geht jetzt nur noch bergauf. Waren ja mehrere Neuzugänge, die heute zum ersten Mal getroffen haben. Maximilian Osterhellwig, Erik Hottmann, alle mit ihrem Pflichtspieldebüt-Tor für Energie Cottbus. Ist die Offensive jetzt so ein bisschen ins Rollen gekommen? Muss, würde ich mal sagen. Langsam wird es ja auch Zeit. Es wird ja auch ein bisschen was von uns gefordert. Und umso besser, dass es heute bei uns allen geklappt hat. Und ja. Nach dem 0-0 vergangene Woche war so ein bisschen der Druck da. Haben Sie das auch gespürt? Was heißt Druck? Also, wir haben ja schon von Anfang an der Saison mäßig Druck verspürt, weil wir haben ein Ziel, wir wollen. Und aber wie gesagt, nach der letzten Woche, nach dem letzten Spiel, ein bisschen schon auf jeden Fall. Wir wollten heute unbedingt gewinnen und heim nochmal vor allen Fans. Und ja, wir sind glücklich, dass es geklappt hat. Zum einen braucht man auch das Selbstverständnis untereinander vorne, so diese Abstimmung, die Harmonie, die schafft man sich natürlich mit Toren noch mehr. Da sind immer alle dann hinterher, gute Stimmung, und mit einer guten Stimmung kommt meistens auch mehr Selbstverständnis.